Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slither.io. Oh, das war schon knapp. Ja, wir sind ein Wurm und wir müssen uns vergrößern, indem wir diese Glühwürmchen einsammeln. Bam! Und das ist ganz lustig, wie ich finde. Wir waren auch im letzten Part ganz kurz Erster. Und ja, wir sind wieder gut dabei, denke ich. Ja, was heißt gut dabei? Wir sind wieder auf dem Weg, Erster zu werden. Wir sind schon 34. Was eigentlich krass ist, weil wir spielen erst ein paar Sekunden. Und ja, das scheint Rocco oder Agap zu sein, der Linke. Und jetzt ist er tot. Mit mir legt man sich halt nicht an. Um ein bisschen arrogant zu sein, aber naja. Oh, wir sind schon 8. Das ging schnell, ey. Oh, knapp. Ich hau mal da ab am besten. Ja, und es gibt eine ganz lustige Taktik, die werde ich euch jetzt mal zeigen. Die ist einfach diese hier. Wir lassen den Gegner einfach nicht mehr da raus. Im letzten Part habe ich am Ende noch so einen Fehler gemacht, so einen dumm. Und da wird mir jetzt nicht mehr passieren. Man darf einfach nicht zu nah an seinem Kopf rankommen. Was macht der denn da? Irgendwann will er schon Fehler machen, weil das ist nicht leicht, im Kreis sich zu bewegen, seht ihr? Man muss einfach nur Geduld haben. Und schnell fahren kann man, indem man einen Doppelklick macht und das hält. Also Klick, Klick und halten. Beziehungsweise Touch, Touch und halten. Ja. Und wir sehen in der Highscore-Liste, dass 3 Grüne oben sind. Das ist ja gut. Ich brauche 10.200, um noch eins höher zu kommen. Das war nicht nett von dem Kurzen gerade, aber ich habe ihn geblockt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Im letzten Part hatte ich am Anfang so Lags. Das war aber nur, weil ich im Hintergrund noch was gedownloadet habe. Das habe ich irgendwie verpatzt. Ja, ab der Minute 15 oder so ungefähr hat das Laggen auf, weil ich dann kurze Pause gemacht habe, weil es mir dann eingefallen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es wegen dem Download hängt, weil ich habe eigentlich eine gute Internetleitung. Ja, wenn man gierig ist, dann muss man auch dafür bezahlen. Wir haben den nächsten in unserem Schlund. Oh, ich möchte die anderen einsammeln. Stirb. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir fahren hier unsere Wege und sind schon 3., wie ich gerade sehe. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer, hier Erster zu werden. Aber was ich blöd finde an dem Spiel, das habe ich auch schon im letzten Part angemeckert, ist, dass es irgendwie keine Einleitung gibt. Man wird einfach ins Spiel geworfen und ja, komm klar.
Lenkung ist zwar einfach herauszufinden, aber das mit dem Schnellfahren. Ich dachte erst, ja, hier gibt's irgendwo Spezialdinger, aber dann habe ich irgendwie nie eins gefunden. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Oh, das war eng. Ganz schön voll hier, ich fahre jetzt mal aus der Mitte raus. Manchmal klickt man auch die rechte Maus. Ja, okay, ich spiele jetzt am Computer, aber ich wollte eigentlich schon längst mal am Handy was aufnehmen. Weil das viel besser am Handy zu spielen ist. Aber ich krieg's einfach nicht gebacken. Irgendwie da ein gescheites Aufnahmeprogramm für zu haben, weil das dann immer so ruckelt und ich möchte keine scheiß Qualität liefern. Deswegen habe ich es bisher gelassen. Wenn nicht, dann wäre ich doch noch hier. Oh, das war knapp. Wenn nicht, dann werde ich es doch noch hier mitmachen. YouTube KLAN Games. Also hätte ich mich auch nennen können. Also YouTube so Roma, aber. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Man muss immer aufpassen, wenn man neben solchen herfährt. Wir sind der Babbo hier. Oh, und KLAN Games ist kaputt. Was passiert, KLAN? Du bist kaputt. Jetzt ist Hungry auf den zweiten. Und ja, man kann halt nur sterben, wenn man in einen Wurm reinfährt. Und man kann nur Leute killen, wenn die in dich reinfahren. Anders geht's nicht. Man kann über sich selber drüber fahren. Ja. Aber hier ist gar keine Action hier oben. Ich fahre gleich mal wieder in die Mitte. Da geht viel mehr Party ab. Bisschen Glühwürmchen einsammeln. Oh, da sind schon wieder viele. Kann das sein, dass man ein bisschen an Länge verliert, wenn man schnell fährt? Weil viele sowas hinterlassen dann. Mal kurz austesten. Ja, man verliert dann länger, wenn man schnell fährt. Also quasi ist die Länge wie Sprit. Ich kann irgendwie keinen mehr töten. Jetzt habe ich mal wieder einen kleinen Happen zwischendurch. Ah, Mist, ich wollte den einkästen, aber der orangene Freak mir alles vermiest. Oh, er fährt über mich drüber. Wie kann das denn gehen? Das ist bisher unser bester Versuch, glaube ich. Man kann sich auch nicht die
Zone aussuchen, in der man spielen will. Also man wird automatisch in irgendeine Gruppe gebracht. Oh, ist das sogar noch knapp. Und dann geht's los. Oh, ein kleiner. Den werden wir jetzt das Leben rauben, oder nicht? Hier sind große gestorben. Beziehungsweise mittelgroße. Hungry ist immer noch zweiter. Haben wir wieder einen Mega-Happen bekommen. Ist auch schon wieder einer destroyed worden. Und wir haben den nächsten. Oh yeah. Ist eigentlich so ein Kill-Count geben oder so. Und wir haben den nächsten. Mal sehen, wie lange er im Kreis fahren kann. Entfalten wir da unsere Länge. Oh, Hungry holt mich bald ein. Sehe ich gerade. Wo ist der überhaupt? Schade, dass man die ersten 10 nicht auf der Karte so sehen kann. Obwohl, das wäre auch ein bisschen blöd, aber. Also könnten da nicht dann welche verbünden gegen die, damit die ersten 10 das noch schwieriger haben zu bestehen, wisst ihr? Das wäre auch irgendwie cool. Er fährt in mich hinein. Möchte ja mal einen Großen wieder killen. Genau den. Oh, das war knapp. Bist du sicher kleiner, dass ich mich anlegen willst? Komm, wir fahren mal durch die Mitte. Wir sind der Babbo hier. Aber erst krallen wir uns auf den hellblauen.
Das ist schon fies, ey, diese Taktik, aber die geht auf. Und jetzt auf in die Mitte. Wir fahren in die Mitte, Mitte, Mitte. Oh. Wir haben 30.000. Hungry hat noch 25.000. Nein! Scheiße! So, okay, jetzt nennen wir uns um. So. Okay, 30.000 ist hoch. Schaffen wir. Das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn nicht, dann machen wir noch einen dritten Part. Ist ja kein Problem. Wir ernähren uns erstmal von Kleinkram. Ach, den wollte ich kriegen. Ich verstehe echt nicht, warum manche keine Namen haben. Das. Naja. Also ich weiß auch gar nicht, ob man. Anscheinend muss man auch noch nicht mal einen Namen eingeben. Aber das würde auch dann die Frage aus dem ersten Part wieder erklären, dass es kein Overall Standings gibt. Also, ne? Wenn einer mal 50.000 hatte, dass der dann auf Platz 1 ist oder so. Insgesamt. Oh, da ist Wurmnektar, glaube ich, oder? Oder Leffe. Ne, ich glaube Wurmnektar ist das eher. So, manchmal muss man auch ein bisschen gemein sein. Als kleiner Wurm ist man, glaube ich, auch schneller, als wenn man den als groß einsetzt. Den Speed. Ich düse jetzt in der Mitte. Ich möchte große Gegner besiegen. Da den zum Beispiel. Aber wenn er sich jetzt einmal dreht und mich einkreist, dann bin ich platt. Er hat auch schon so eine Andeutung gemacht. Ich dachte, der gibt gleich Gas. Oh, ich muss weg, ich muss weg. Ah, ich dachte,
Ist länger. Was noch ein bisschen nervt, ist, dass hier keine Musik bei ist. Oder ist hier Musik bei und ich habe die ausgestellt? Keine Pause machen? Nee, ich glaube nicht. Muss ich gleich mal nachgucken. Aber wenn die Werbung kommt, ist ja auch Musik. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ey, das ist doch Kacke. Braucht große Fische. Wow. Fast hätte ich Boo gekillt. Oh, was ist denn hier los? Jetzt wieder Futter, wie bei Mutter. Wie beim Schach, im Zentrum geht die meiste Partie ab. Und beim Fußball, da geht auch im Zentrum die meiste Party ab. Und wir haben den Grünen gekillt. Ich glaube, das war ein guter. Jawohl. Noch so. Oh, Alter. Ein Sechster. Bleiben wir im Zentrum, hier ist Paddy. Hier ist Action. Oh, nee, da möchte ich nicht rein bei den ganzen kleinen. Bei den kleinen Leuten. Yes. Und next one. Man kann übrigens nur rauskommen, wenn dann irgendwie schafft, dass ich mit dem Kopf gegen ihn fahre. Wir sind Dritter. Boah, drei Blaue sind oben. Boah, der ist fast doppelt so viel wie ich, der Erste. Kingstar. Sie machen Frontalcrash. Kann man machen. Ich wollte schnell fahren. Warum macht das nicht? Manchmal nimmt das nicht so ganz, aber ich brauche sowieso mal eine neue Tastatur, auch wenn ich mir jetzt mit Maus spiele, aber nur mal so da nebenher gesagt. Was will er denn?
Oh, es war knapp. Bin mal gespannt, wann der erste von oben stirbt. Neko, Kingstar. Ich nicht. Ich möchte als erster werden, dann sterbe ich. Irgendwann. Oh, ich wurde eingeholt von Mara. Mara. Hier, da war, glaube ich, wieder. Was los in der Mitte? Geh mal davon aus, dass sie das aus der Mitte hat. Manchmal muss man auch so oft auf die Gegneraugen gucken, weil das ist das Lenkrad. Dann kann man schon sehen, wo die hindüsen. Ja, ich hab ne. Ich hab ihn. Das ist auch eine gute Verteidigung. Aber scheint nicht so geklappt zu haben. Er muss da natürlich auch vorsichtig sein. Und ich habe Mara eingeholt. Oh, und Kingstar ist gestorben. Oh. Der Arme. Heißes Battle hier zwischen Mara und mir. Neko ist noch ein bisschen weg vom Schlag, aber mal sehen, wie lange der noch lebt. Irgendwie cool, das Spiel, das gefällt mir. Aber wie gesagt, ich muss Abzüge geben dafür, dass nicht erklärt wird und was war es denn noch? Ja, dass man sich auch keine so kein ganzen Highscore irgendwie hat. Das finde ich irgendwie blöd. Man ist jetzt hier erster und dann ist es nachher weg. Nein, was mache ich denn? Ah, fuck. Boah, davon machen wir auf jeden Fall noch ein paar. Das ist das coole Spiel. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.